war ein hart umkämpftes Spiel. Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Torchancen, große Torchancen liegen lassen. Und am Ende muss man dann mit einem 0-0 zufrieden sein, denn Olympia hat auch noch ein, zwei Chancen in der zweiten Halbzeit. Und dann kann das Ding sogar nach hinten losgehen, obwohl wir die wesentlich besseren und mehr Chancen und auch Spielanteile hatten. Ja, wenn man die letzten Ergebnisse sieht bei uns, stecken in einer kleinen Krise drin. Da war es für uns heute wichtig, erstmal die Null hinten zu halten und zu sehen, was der Gegner macht. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel von uns. Sicherlich waren die Chancen auf der gegnerischen Seite häufiger vorhanden als bei uns. Aber im Allgemeinen kann ich sehr zufrieden sein mit dem Auftritt meiner Mannschaft heute. Kämpferisch waren wir da, läuferisch waren wir da. Hat mir insofern sehr gefallen. Beide Mannschaften, denke ich, sind zumindest erstmal froh, dass sie zu Null gespielt haben, nachdem Olympia vorige Woche 8 gekriegt haben und wir nach einer Viertelstunde in Mölkau 0-3 zurücklagen. Ja, das ist nun das mittlerweile sechste Spiel, was wir nicht gewonnen haben. Ja, sind hervorragend gestartet in die Saison. War einwandfrei, 5 Siege, glaube ich. Jetzt halt diese Krise. Und da haben wir auch ein sehr schweres Restprogramm jetzt noch vor uns. Und da wollen wir jetzt natürlich die maximale Punktausbeute mitnehmen. Und da war heute das mit dem Punkt in Lindenau, denke ich, ein ganz guter Anfang. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.